Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zuletzt mit Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Nach unserer sehr erfolgreichen Suche vom Aska in der letzten Folge begrüße ich euch wieder genau an den gleichen Ort, merke ich das. Folgendes. Ich habe offscreen nämlich mich auf der Suche nach Aska gemacht. Hat nicht so viel gebracht, weil ich keine Ahnung hatte, wo der war. Dann habe ich mich auf der Suche nach Professor Nova gemacht, weil der Typ hat uns ja von Anfang an irgendwie über Aska berichtet. Oder jedenfalls hat Rain irgendwie herausgefunden, dass er von Aska spricht. So, und dann folgendes. Ich habe mich auf der Suche nach Aska gemacht, nach Professor Nova. Und ja, der sollte sich eigentlich in der Nähe von Permacosta befinden. Aber der Typ ja in so einer verdammten Kutsche irgendwie unterwegs ist, war der irgendwie klar, der jetzt vollkommen woanders ist. Ja, deswegen habe ich erstmal geguckt, was kannst du denn noch machen? Und ja, dann bin ich durch die eine Stadt, die wir letztens besucht haben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, wo wir John auf jeden Fall gefunden haben, den wir auch nicht gefunden haben. Und ja, dann bin ich irgendwann nach Asgard rübergeschneit und habe da irgendwie mit ein paar Leute geredet und da wurde verdammt viel über Professor Nova geredet. Deswegen dachte ich, da war ich irgendwo richtig, aber die haben nur irgendwie so Sachen gesagt wie, ja, der Typ war irgendwie mal hier, aber ihr habt den leider verpasst. Der wohnt hier leider nicht, weil der dauernd auf Reisen ist. So, und dann hat mir einer gesagt, dass der sich östlich vom Hakonesia-Pass befindet. Wink, wink. Was? Also. So eine Grütze. So. Also das ist echt. Das war doch der Ort. Ich habe genau den Spielstand von letztem Mal noch, wo wir gespeichert haben, geladen. Das ist genau der gleiche Ort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und der war nicht mal 5 Meter entfernt. Er wollte mich doch auf den Arm nehmen. Leck mich am. Jetzt schon wieder sowas von. So. Hallo, du Penner. Was ist los? Wir haben den Linkerbaum gefunden, aber wir möchten noch einmal die Informationen darüber hören. Ach so, dann seht euch mal die Aufzeichnungen an. Standort des Linkerbaums. Der Linkerbaum wächst vermutlich an einen zu Fuß nicht erreichbaren Ort. Ist der Linkerbaum tot, müssen Rains Heilkünste gestärkt, der Lebenswille des Baums geweckt und der Boden genährt werden. Warte, in den Aufzeichnungen stand auch Rain drin. Ja, so hätten wir es auch in Erinnerung, wenn wir also unsere derzeitige Situation betrachten. Wir müssen den Linkerbaum wieder beleben und den Klang der Nüsse mit dem Wald schicken. Mit dem Wind schicken. Was allerdings den Wind angeht, überlass das mir. Wir haben Sif, die Elementargasse des Windes auf unserer Seite. Wie sollen wir den Linkerbaum wiederbeleben? Wir haben die Linkernuss, die wir von dem Kind bekommen haben. Stimmt, die haben wir auch bekommen, als ich letztes Mal in der Aufnahme geschaut habe. Wenn wir das Wachstum mit Hilfe eines Exwehrs beschleunigen und meine Heilkräfte mit dem Horn des Einhorns stärken, könnten wir vielleicht Erfolg haben. Eventuell benötigen wir auch die Kraft des Elementargeistes der Erde, um den Boden zu nähren. Der Elementargeist der Erde ist mein Job. Überlass ihn mir. Was ist mit der Exwehr? Kein Problem, wir haben doch einen. Okay. Was? Meine Frage ist jetzt. Das war ja. Das meiste davon war ja optional. Konnten wir. Das irgendwie auch noch. Ach, egal. Also, es führt ja alles hierzu. Also, wir müssten, ist es ja irgendwie nicht optional, weil wir irgendwann mal erfüllen müssten. Ja, dann müssen wir uns nur noch um die Melodie kümmern. Ob das wohl schön klingt? Tja, das wissen wir eben nicht. Kein Problem, ich kann zwar mit dieser kleinen Nuss nicht viel anfangen, aber wenn der wiederbelebte Linkerbaum große Nüsse trägt, kann ich eine Flöte schnitzen. Sie muss aussehen wie die vom Mythos, richtig? Leute, das kannst du? Ich werde euch zeigen, was mein Papst mich gelehrt hat. Und wir haben ja auch noch Prusaya. Ja, ich werde helfen. Okay, dann machen wir uns auf die Suche nach einem Linkerbaum. Faszinierend. Wow. Wirklich beeindruckend, wie ihr die Zusammenhänge erkannt habt. Würdet ihr uns wohl mitnehmen, wenn ihr Aska beschwört? Aber ihr passt nicht alle auf die Rayards. Oh, keine Sorge, wenn es sich bei den leuchtenden Vogel wirklich um Aska handelt. Ich ein Bündnis mit ihm schließen kann, kann ich ihn jederzeit beschwören. Ich werde ihn euch persönlich zeigen. Verstehe. Haha, das wäre fantastisch. Er zeige ihn mir irgendwann.
Ich habe die Informationen notiert, die ihr gesammelt habt. Bitte sagt Bescheid, wenn ihr sie hören wollt. Okay, lasst uns aufbrechen. Also müssen wir wieder zum Baum gehen, oder was? Was ist? Sicher. Standort des linker Baums. Der linke Baum wächst vermutlich an einen zu. Also das ist eigentlich zusammengefasst, aber haben wir ja alles. Wir haben das ja alles schon erledigt, ne? Habt ihr noch was zu sagen? Okay. So, dann ist aber klar, wir müssen zu den kaputten Linkerbaum gehen, ne? Den wir ja schon mal gefunden haben. Der war. Da. Jetzt tun wir mal so, als wüsste ich, wie diese Karte funktioniert. Ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie weiß, wo ich hinfliege, wo ich hin muss, wo ich bin oder überhaupt. Ja. Irgendwo hier war das doch. Glaube ich. Da, ich sehe schon. Ich rieche ihn schon. So. Linker Baum. Linker Baum. Aber wir haben ja alles, was wir brauchen, ne? Also hätten wir theoretisch, wenn wir alles nicht gefunden hätten, die ganze Zeit hinterher und hin und her rennen müssen, ne? Professor Schiener, seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, jederzeit. Okay, Professor Schiener, los geht's. Gut, trete zurück. So, als hätte er eine Bombe platziert irgendwie. Jetzt bin ich dran. Ich beschwöre dich, Diener von Mutter Erde. Was gibt's? Ich bin vollgeschillt. Gnome, bitte, mach diesen Boden wieder fruchtbar. Alles klar. Er soll ja eine englische Version von ihr geschillte Stimme haben, anscheinend. Ist mir auch schon aufgefallen. Wurde schon verdammt wenig irgendwie japanisch gesprochen in den Cutscenes. Er ist schon verdammt lange her, dass irgendwas gesprochen wurde in den Cutscenes. Okay, Rain. Ja. Horn des Einhorns. Verleihe mir deine Kraft. Resurrection. Boah, geil. Toll, der linke Baum lebt wieder. Wahnsinn, Rain, du bist fantastisch. Lloyd, Presser, der Riss liegt bei euch. Verstanden, Lloyd. Ja, wie wäre es mit diesen? Ich werde eine Nacht brauchen. Hab noch ein bisschen Geduld. Ja. Okay, endlich Fortschritt. Super. Ist mein Mikrofon an? Ja, okay. Wollte schon sagen. Ken ist hier. Lloyd Presser. Perfekt. Jetzt kommt der letzte Schritt. Gens, Schiener. Yeah. Ja, los geht's. Mein Gott, feuert Rituale hier. Seht. Also das ist Aska? Wer ruft mich? Aska, wir brauchen deine Macht. Bitte schließe einen Pakt mit mir. Pakt? Wo ist Luna? Wir haben noch keinen Pakt mit Luna geschlossen, aber wir brauchen dich. Ich wünsche keinen Pakt mit dir, außer Luna ist bei mir. Dann lasst uns einen Pakt mit Luna schließen. Dann werde ich mich zu Luna begeben. Lebt wohl. Ja, einverstanden. Danke, Aska. Wir treffen uns wieder. Jetzt sag mir nicht, ich muss jetzt noch Luna suchen. Ist nicht der Mond irgendwie? China, ist das in Ordnung so? Er hat gesagt, dass er einen Pakt schließen wird. Es gibt keinen Grund, es sofort zu tun. In der Tat, Luna und Aska sind beide Elementargeister des Lichts. Wenn Luna für den Mana-Konnex verantwortlich ist, ist es nicht erforderlich, den Pakt mit Aska hier und jetzt zu erzwingen. Jetzt müssen wir nur noch Luna aufsuchen und offiziell den Pakt mit ihr schließen. Wir werden von beiden zur selben Zeit auf die Probe gestellt. Es ist wohl unvermeidlich. Bitte sag mir, wo ich hin muss, sonst kriege ich die Krise.
Zwei gleichzeitig, was? Wir sollten vielleicht sicherstellen, dass wir stark genug dafür sind. Ach, was? Dann lass uns zuerst mit den verbleibenden Geistern Pakte schließen. Hab ich doch schon. Je stärker wir sind, desto besser, richtig? Okay, los geht's. Linka Ocarina. Sag mir, wo ich hin muss. Wo finde ich Luna? Boah, leck mich. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ich bin so froh, dass wir den Linka Baum wieder zum Leben erwecken konnten. Es ist ein hübscher Baum. Ja. Ich würde ihn jetzt so gern verbrennen. Wo muss ich denn jetzt hin? Woher soll ich denn wissen, wo Dings ist? Oh. ロイド、この笛、ミトスにあげたらダメかな。え、なんで?だって僕たちのせいでミトスのお姉さんの形見の笛が壊れちゃったんだよ。そうだな。彼の笛のおかげで 我々はロディルの牧場から生きて帰ることができた。あの時アスカが来てくれたから助かったんだもんな。よし、いいぜ。ミトスに渡そう。うん。きっと喜んでくれるよ。Okay. Haha, wir wissen wieder nicht, wo wir hin müssen. Ja, okay, aber ich habe so vielleicht einen Verdacht. Weil offscreen bin ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von den beiden das war. Ich bin die beiden Türme auch mal abgegangen. Bei einem ist überhaupt nichts passiert, weil er irgendwie so eine, ja, es sah so aus, als würde da eine Brücke irgendwie kommen oder irgendwie sowas, aber da konnte ich noch nichts machen. Bei einem irgendwie hat Rain gesagt, wir sollten die Information auch mal von Nova reinholen. Also denke ich mal, vielleicht müssen wir dahin, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe wirklich, wir müssen dahin, weil sonst kriege ich die Krise. Hier, ja, da war das, glaube ich. Ja, das war der, genau. So, aber erstmal gehen wir nach Permacosta. Geben wir Mythos die Flöte. Ja. Müsste hier sein, ne? Jetzt, so, wo ich drüber nachdenke, ist schon verdammt lange nicht mehr in der Szene gesprochen worden. Also verdammt lange. Vielleicht durch irgendwann mal auf Englisch stellen, weil da soll ja fast jede Szene, glaube ich, irgendwie übersetzt sein. Ich mir gut vorstellen kann, aber ich skippe es irgendwie nicht. Das heißt, ich soll jetzt für jede normale Szene auf Englisch stellen und dann, wenn ein Skit kommt, weil die sind, glaube ich, nicht übersetzt, muss ich wieder auf Japanisch stellen oder was? So, wo ist Mythos überhaupt? Ach, der ist ja bei Altessa, ne? Boah. Boah, gehen wir nach Palgemakosta, da sind wir schon richtig. Na gut, ah, in dem Part werden wir wahrscheinlich nicht zum Turm kommen. Wir könnten aber auch noch nach Asgard gehen, weil da habe ich auch noch eine Cutscene gesehen, beziehungsweise gesehen, direkt weggemacht, weil ja, wollte ich nicht sehen natürlich. Gehen wir mal nach Asgard. Da lang, glaube ich. Mir weiß ich nicht, da war irgendwie dieser eine Typ, den wir ganz am Anfang getroffen haben. Harley hieß der auf jeden Fall. Und ja, der hat einfach nur gesagt, ja, tolles Timing. Und ja, das ist ja wohl, bedeutet ja wohl, dass irgendwas da passieren wird irgendwann. So. Ich warte immer noch irgendwie auf so einen Kommentar, dass ich nicht der Einzige bin, der sich so verirrt gefühlt hat in diesem Spiel. Weil ich kann manchmal schon ein bisschen verpeilt sein, aber trotzdem, das ist auch immer normal. Und so weit weiß ich nie irgendwie irgendwann, wo ich hin muss. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die Quest wieder abläuft oder so, deswegen gehe ich da direkt hin. Boah, in welchem Haus war der nochmal? Ja, ne? Da spielen auch irgendwie so Kinder verstecken. Deswegen habe ich auch irgendwann mal nach so einem Jungen gesucht, aber lass mal. So. Jo, gutes Timing. Seht euch mal das hier an. Was ist das? Was ist das für ein Buch und wozu dient diese kleine Kugel? Ich habe sie in der Nähe der zerstörten Asgard-Farben gefunden, als ich nach nützlichen Dingen gesucht habe. Kann ich mal einen Blick drauf werfen? Oh Gott. Hier steht geschrieben, wie sie verwendet werden. Offenbar handelt es sich bei der kleinen Kugel um Granulat. Wenn man Informationen über eine Person als Muster auf das Granulat eingraviert, werden Informationen über dieses Individuum jederzeit aufrufbar.
Ein Muster, hm? Warum fragen wir nicht Dirk, was gemeint ist? Ja, Paps könnte vielleicht ein Muster eingravieren. Ich kann damit also nichts anfangen, oder? Ach, was soll's, ihr könnt's haben. Bist du sicher? Ich habe euch nie richtig dafür gedankt, dass ihr Aisha gerettet habt. Nehmt's nur, aber ich würde es mir gerne mal ansehen, wenn es fertig ist. Alles klar, ich bring's wieder, wenn es fertig ist. Danke. Ein Figurenalbum. 6x Granulat, was? Ach. So was ähnliches gab es auch in Tales of the Abyss. Konntest du Informationen über verschiedene Charaktere mal aufrufen. So, ist dieses Kind irgendwo hier? Piet, wo bist du? Ich suche mal nach diesem Kind, vielleicht finde ich ja was. Habt ihr noch was zu sagen? Die wir das Leben gerettet haben, ich habe mir gleich, egal. Wir sind in Eile. Wir müssen eine Welt retten. Oder zwei. Wo ist dieses Kind? Ich glaube natürlich auf ihn auch mal suchen irgendwann. Bist du Piet? Bist du Piet? Okay. Er ist in dem Haus. In dem da. Warte, ich zünde es an. Dann könnt ihr es auch sehen. Okay, dann gehen wir. Boah, Iselia habe ich auch mal besucht, aber da können wir immer noch nicht rein. Habe ich glaube ich aber auch onscreen schon besucht, ne? So, dann gehen wir nach zu Dirk, weil der wird schon wissen, was damit los ist. Da soll ich da irgendwie nebenquestmäßig irgendwas ist, damit wir halt anfangen können, aber was soll's. So, wo ist Dirks Haus da? Einfach da lang. Was? Oh, klar. So, den Turm wollte ich hier betreten, aber da passierte nichts. Lass mich doch mal durch, du dickes Ding, du. Boah, ich fliege einfach so. Nee. Das ist mir so krass. Da, diese Stadt habe ich besucht letztens. Auf Screen. Bla. So, Dirks Haus. Ich habe schon das Gefühl, ich bin ja falsch. Nee, bin ich richtig. Da unten. Njom. Hier, was? Doch, Dirks Haus. Wollte schon sagen. Sah irgendwie komisch aus. Hi, Dirk. Oh, du bist es, Leute. Was bringt dich her? Jemand hat mir das hier gegeben und ich dachte mir, du könntest mir helfen. Also gut, sag mir, worum es sich handelt. Ich weiß nicht, wie man diesen Akzent aussprechen soll. Oder diese Betonung. Ich kenne mich ein bisschen mit Figurenalben aus. Versuchen wir es mal. Danke, Paps. Aber ich weiß nicht, wie das Endergebnis aussehen wird. Verstanden? Ich projiziere nur deine Gedanken auf dieses Granulat und graviere sie. Ja, das geht schon in Ordnung. Ich bereite alles am Ofen vor, wenn ich Granulat verarbeiten soll. Sag mir Bescheid. Ich schreibe ein paar Details dazu auf, also lies sie, verstanden? Ich lese einfach normal los. Also, willst du es versuchen? Jo. Granulat. Erklärung. 5, 4, aus gibt es verschiedene Arten von Granulat. Abhängig vom Verwenden gerade werden unterschiedliche Figuren in das Album aufgenommen. Ja, mach. Was? Paps, ich möchte, dass du ein bisschen Granulat für mich verarbeitest. Sicher, einen Moment. Fertig. Figuren wurden in das Figurenalbum aufgenommen. Okay. Ich warte, wer der Erste ist. Wer ist das denn? Hier, mach mal so. Oder noch 5 Stück, ne? Damit ich das nur noch eine, ne? Ich weiß aber nicht, was ich sonst mit dem machen soll. Also Alduin Karton, warum heißt er so wie der große Oberdach von Skyrim?
drehen und so kann ich auch nicht. Für irgendwelche Leute. Na gut. So, dann gehen wir noch schnell nach Tetala und besuchen Altessa, weil da ist Mythos. Und der will die Flöte haben. Nehme ich an. Ah. Stützpunkt Silverand. Mein Gott, warum ist das immer zu weit entfernt von mir? Ja, eigentlich nicht. So. Dann. Nach Tetala, ja klar. Was glaubst du denn? So, dann Altessa. Ist nicht weit entfernt, Gott sei Dank. Hier, ne? Meine ich hier? Der Seite hier war doch, ne? So blöd, dass die Kamera nicht drehen kannst auf diesen Dingern. Mythos, wir haben eine neue Flöte, auf der du blasen kannst. Das ist irgendwie falsch. Hey, was liegt denn da? Was ist denn Presser? Dieser Ex, wie er ist. Ja, dieses Kind ist krank. Krank? Der Exfer? Ausgerechnet die sagt, dass irgendwas krank ist. Ja, in Tetala werden Exfers grundsätzlich an Maschinen eingeschlossen. Manchmal führt das zu einer Abnormalität und sie werden dann einfach weggeworfen. Abnormität? Ja, die armen Kleinen. Ich verstehe, immerhin sind auch sie am Leben. Arme Kleine? Wegen diesen kleinen Steinen müssen alle leiden. Unzählige Leben wurden geopfert, um sie zu erwecken. Und du glaubst... Nun ja. Presser, gehst du mit mir zur Teusmine? Zur Mine? Ich habe nichts dagegen. Wenn ihr dort etwas zu erledigen habt, gebe ich euch die Erlaubnis. Aber woher nehmen wir einen Rayard für Tabata? Sie ist größer als Peterson und kann nicht bei einem von uns mitfahren. Ich bleibe hier. Okay, dann gehen wir. Okay, dann ist er gut. Was? Was machen wir hier? Ja, was machen wir hier? Geht bitte weiter hinein. Bis zu einem Ort, an dem ihr die Stimmen der Exfers hören könnt. Also gut, gehen wir bisher. Ja. Ich wollte noch nicht sofort da rein. Oh. Mein Gott. Du musst ja unbedingt noch die Flöte abgeben, ne? Ich bin einfach ein zu guter Mensch. Habe ich schon wieder irgendwie ein Subquest oder was weiß ich da. Ah, erledigt. So, lass mich da rein. Regal. Wie, was? Der hat schon angedeutet, dass er... Hä? Ah. Der hat doch angedeutet, dass... Wo denn dann? War denn noch irgendwo so eine Tür? Der hat doch gesagt, er hat nichts dagegen, also muss es ja die Tür da gewesen sein. Ja, sonst kommen wir ja so da rein, ne? Nur egal, was Riegel dann denkt. Ja. So, tiefer rein. Immer tiefer rein, meinetwegen. Oder die Maschinen, von denen ich nicht weiß, was sie machen. Geht weg. Wollt ihr euch doch nicht ernsthaft mit mir kloppen, oder? So, welche Dinge muss ich jetzt schon wieder aufleveln? Hunting Beast, komm her. Bis noch einige Angriffe. Ist mir egal, ob er um mich abbricht. Die werden trotzdem abgebrochen. Ach ja, mir auch gerade ein. Manuel Dingens, wo ist der Tray? Wo ich auch dran erinnert. Habe ich auch dran gedacht, nur habe ich nicht mehr dran gedacht. So, 50. Zack. Leute, Maximum KP. Jawohl. Sehr schön. Du wusstest auch diese... wie nennt man das nochmal? Dingens hier reinzumachen. Wird sich lohnen. So, aber dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann
nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.